Hi Leute, heute gibt's wieder ein neues Checkexperiment für euch und ich bin deshalb mit meinem Checkexperimentiertisch auf dem Weg in eine Schreinerei mitten in München. Hier treffe ich gleich Martin, meinen heutigen Herausforderer. Der ist selbst Schreiner. Ich selbst, muss ich sagen, bin handwerklich nicht so begabt, also ich hoffe, ich muss nicht sägen oder schrauben oder so. Mal gucken, was passiert. Und das ist er, der Martin. Als Schreiner kennt er sich bestens mit Holz aus. Hallo Martin. Hallo Tobi. Tachchen. Grüß dich. Schön, dich zu sehen. Ja. Ich bin auch schon ganz gespannt, was wir heute machen, aber lass erstmal Tisch aufbauen. Alles klar. Okay, gut, dann helfe ich dir. Was muss ich heute machen? Ja, ich habe eine Aufgabe für dich, aber zunächst würde ich dich bitten, mir zu helfen, Tobi. Klar. Ich habe nämlich einen ziemlich schweren Glotz hier auf dem Boden liegen. Den müssen wir gemeinsam aufheben. Ja, klar. Können wir machen. Was wiegt denn das Teil? Ja, so 60, 70 Kilo. Echt? Ja. Mehr als ich? Wow. Krass. Wow. Und dieses Teil jetzt hierher, das können wir aber nicht tragen. Das müssen wir so über die Ecken drehen und kippen. Boah, aber da darf auch echt kein Fuß drunter kommen. Da muss man aufpassen. Das ist heben schwer. Würde echt nicht gehen bei dem Teil. So, steht jetzt gut, oder? Ja. Checkexperiment gewonnen. Leider noch nicht. Du musst dieses Teil umschmeißen. Okay, das ist meine Aufgabe. Das solltest du tun. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Aber wenn ich mich da dagegen werfe so oder auch wirklich fest trete, das kriege ich hin. Eins, zwei, drei. Das war's doch. Ich meine, jetzt hast du es aufgefangen, aber es wäre umgefallen. Also habe ich es doch geschafft. Checkexperiment gewonnen. Wenn du mit deinem Körpergewicht dagegen drückst, dann ist es einfach. Aber wenn du mit einem geringeren Gewicht das machst, dann wird es wesentlich schwieriger. Ja. Und zwar solltest du es mal damit probieren. Willst du mich veräppeln? Nein, überhaupt nicht. Das wiegt so viel wie eine Briefmarke oder so. Guck mal, Leute, das Ding ist so groß wie mein Fingernagel. Das wiegt nichts. Aber du wirst dich wundern, wenn du es clever anstellst, dann schaffst du es. Eine Idee habe ich. Guck mal, wenn ich jetzt das kleine Plättchen hier an meinen Daumen zum Beispiel tue, dann gegen den großen Klotz presse und mich dann mit vollem Gewicht hier so dagegen lehne, dann könnte ich es hinkriegen. Und dann hat irgendwie das kleine Plättchen den großen Klotz umgeworfen. Nein, dann, wie du eben sagtest, dann hast du wieder mit deinem vollen Gewicht, mit dem du dich dagegen stemmst, diesen Klotz umgeworfen. Und das wollen wir nicht. Es gibt einen Weg, den muss man finden. Warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Also ich meine, das hier wiegt wahnsinnig wenig und das hier wiegt richtig viel. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wie sowas Winziges, sowas Riesiges umschmeißen kann, ist, indem das hier total beschleunigt wird. Weißt du, wenn ich es mit aller Kraft dagegen schmeiße, dann kann ich vielleicht ausgleichen, dass der Gewichtsunterschied riesengroß ist. Das ist eine interessante Idee und probier sie doch einfach mal aus. Ich glaube, das mache ich. Gut zielen und vor allem echt weit ausholen. Und dann muss ich so fest werfen, wie ich kann. Wär doch gelacht. Ja, hat's gewackelt? Nicht wirklich, eigentlich nicht. Nein. Nee, ne? Naja. Ja, ey, das, das geht so nicht. Das hat auch einfach viel zu wenig Kraft gehabt, also viel zu wenig Speed, um so viel Energie mitzubringen, dass es das umschmeißt. Mhm. Aber fester werfen kann ich einfach nicht. Ich müsste mir irgendwas basteln. Genau, was darf ich eigentlich verwenden, um mein Checkexperiment zu lösen? Also, Tobi, alles, was du in meiner Werkstatt findest, kannst du nutzen, um diese Aufgabe zu lösen und diesen großen Block mit diesem kleinen Blättchen umzuwerfen. Meine Liste heute, alles, was ich in der Schreinerei finde. Klingt doch gut. Eine Idee habe ich. Wir könnten uns so eine Art Katapult bauen, weißt du, so eine Art Steinschleuder, nur dass es halt eine Holzplättchenschleuder ist. Und die kann das Ding so sehr beschleunigen, viel mehr als ich mit meinem Arm beim Werfen, dass es richtig Speed kriegt und damit Kraft und das Ding umwirft. Genau, das machen wir. Wir bauen ein bisschen. Für meine Holzplättchenschleuder brauche ich erstmal sowas wie ein Gummiseil. Das ist super, da kann man richtig Speed mit aufnehmen. Genau. Und dann muss das Gummiseil in was eingespannt werden, das wie ein U aussieht. Zwille heißt das. Ja, ich würde sagen, das ist doch mal eine 1A Zwille. Sehr gut geworden. Jetzt können wir hier noch zwei Löcher reinmachen, da und da, und dann Gummi spannen und dann zack. Bitte sehr.
Ja, krass, hey, die hat ja richtig, richtig Zug. Voll gut. Also mit dieser Zwille werden wir jetzt dieses kleine Holzplättchen nehmen, gegen diesen Riesenklotz hauen. So. Und dann schmeißen wir das Ding nämlich um. Sehr gut geworden. So wird's gemacht. Los geht's. Versuch dein Glück. Ich muss das Gummiseil so stark spannen, wie es geht. Je mehr Spannung, desto mehr Schussgeschwindigkeit. Ach Mann. Es ist wirklich mit voller Power dagegen geflogen. Gut geschossen, gut getroffen, nicht mal gewackelt. Ja, es reicht immer noch nicht. Es muss noch mehr Kraft haben. Es muss noch mehr Geschwindigkeit kriegen, um mit mehr Power dagegen zu fliegen. Vielleicht, wenn man nicht so zieht und schleudert, sondern wenn man wie mit so einer Art Blasrohr ganz gezielt und mit viel Kraft... Probier, was du möchtest. Mit einem Blasrohr kann ich bestimmt richtig fest schießen. Jetzt muss ich hier in der Werkstatt nur noch ein Stück Rohr finden. Guck mal das hier. Das ist doch das ideale Blasrohr. Mhm. Mal kurz gucken, ob das Plättchen da durchpasst. Ja, das geht wunderbar. Speichelt. Schmeckt. Genau, jetzt kann nämlich, wenn wir das Plättchen von vorne reinschieben, so, kriegt es durch mein spuckegetränktes Tuch da vorne richtig Speed und haut den Klotz um. Bereit? Mann, das kann doch nicht wahr sein. Du brauchst eindeutig mehr Puste. Das ist nix so. Klar, ich brauche mehr Wumms. Entschuldigung, ist das hier nicht, ist das so... Boah, das ist Druckluft. Ja, ist Druckluft. Darf ich das verwenden? Hast recht. Ja, genau. Und vorne das Plättchen und tschüss. Und jetzt Abfahrt. Los. Geht's! Nee, jetzt, oh Mann! Jetzt klebt das Spucke-Ding da, aber das war's. Ja, das hat sich nicht mal bewegt, dieser Block. Mann, ey, Martin, das kann nicht funktionieren. Dieses Ding wiegt nichts. Weißt du was? Komm, wir wiegen das mal. Wir wiegen das Große und wir wiegen das Kleine. Und dann wirst du selbst begreifen, dass es schlicht nicht funktionieren kann. 65,8. Nicht mal ein Gramm. Halbes Gramm vielleicht. Mehr genau. Wiegt das Ding. Also wie soll ich denn mit einem Plättchen, das nicht mal ein Gramm wiegt, so einen 65, 66 Kilo Koloss umwerfen? Ich kann hier mit Dinge umwerfen, da gebe ich dir ja recht. Dinge, die ein bisschen größer sind von mir aus auch als das da. Aber das halt nicht. Ja, ein bisschen größer ist schon mal die richtige Richtung. Ah. Warte mal, du hast gesagt, ich darf alles verwenden, was es hier gibt. Alles, was an Holz da ist. Genau. Können wir das mal ausprobieren? Sehr gerne, ja. Also ein Holz finden, das ein bisschen größer, ein bisschen schwerer ist als das hier. Ich hol dir schnell was. Sekunde, ja. Sehr gut. Hier ist die Säge. Super. Hier ist das Holz. Ja, genau. Ist ein bisschen dicker, ein bisschen massiver. Genau. Jetzt haben wir ein Teil, das ist ja, fast doppelt so groß, auch dicker und damit auch auf jeden Fall schwerer. Und natürlich kann ich jetzt dieses Teil, obwohl es schwerer ist, damit umschmeißen. Ja, das geht, aber es geht auch anders. Stell die mal hintereinander auf. Ja, so. Einmal steht. Und stoß vorsichtig das Kleinere an, nur das Kleinere. Funktioniert. Ja, ich glaube, ich hab's. Na klar. Wenn die stehen, dann schmeißt, obwohl es weniger wiegt und kleiner ist, das ganz kleine Ding, das du mir vorhin gegeben hast, das nächstgrößere um. Ja, richtig. Das kippt ja dann auch und könnte auch wiederum eins berühren und umkippen und genau, so weiter. Genau. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist eine endlos lange Reihe bauen, die dahin führen zu unserem großen Klotz. Das ist eine Idee, das probieren wir aus. Martin hat in seiner Werkstatt Holz in jeder Größe. Und zum Glück auch genügend Sägen. So können wir die passenden Holzstücke alle herstellen. Nur den letzten Klotz, der dann den 65-Kilo-Brocken umwerfen soll, den müssen wir zusammenleihen. So dicke Platten gibt's hier nämlich nicht. So, das ist jetzt unser größtes selbstgemachtes Teil. Richtig. Und muss nachher diesen riesen Koloss umstoßen. Ganz genau. Und die anderen haben wir auch alle schon.
Wir müssen beim Ausrichten jetzt natürlich voll drauf aufpassen, dass der Abstand stimmt. So, das darf nicht zu nah an dem nächsten Teil stehen, weil sonst hat es nicht genug Kraft und nicht genug Geschwindigkeit. Es darf aber auch nicht zu weit weg stehen, sonst trifft es das nächste Teil irgendwo hier unten und kann es nicht mehr umstoßen. Insgesamt baue ich vor dem letzten Riesenholzklotz 14 Holzstücke auf. Volle Konzentration. Jedes Holzstück, das umkippt, muss dann auch das nächste umwerfen. Jetzt kommt das Vorletzte und jetzt musst du schon aufpassen, dass du nicht versehentlich eine Kettenreaktion auslöst. Ja, die soll es nachher erst geben. Okay. Und jetzt, Tobi, der Letzte. Kommt der, mit dem du angefangen hast heute. Ich stell's jetzt auf, ja? Okay. Okay, das darf jetzt nicht umfallen. Steht. Ein halbes Gramm gegen 68 Kilo. Wenn jetzt alles so geht, wie wir uns das vorstellen, dann haut das kleine Mini-Plättchen das minimal größere um und das wiederum eins, das ein bisschen größer und schwerer ist. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Am Ende schmeißt ein Gramm schweres Ding 65 Kilo um. Wie soll das funktionieren? Ja, jetzt denken wir nochmal an heute Morgen, ja, als wir zusammen diesen schweren Klotz aufgestellt haben. Wir haben richtig Arbeit geleistet, wir haben Arbeit reingesteckt. Ja. Und die Arbeit steckt jetzt in diesen Block. Aha. Das nennt man potenzielle Energie. Und das haben wir bei diesem Block gemacht, bei diesem bis zum Allerkleinsten. Und diese potenzielle Energie, die jetzt in jedem kleinen Stück gespeichert ist, genügt gerade, um das nächste umzustoßen. Okay. Und das ist die Kettenreaktion. Okay, das heißt, wir wollen jetzt diese ganze potenzielle Energie aktivieren und Stück für Stück immer eins weitergeben, bis im besten Fall der Große umklatscht. Ganz genau, so soll das laufen. So, dann kann es jetzt eigentlich losgehen. Richtig. Am besten, du machst es mit dem Schraubenzieher, dann hast du mehr Kontrolle. Ah ja, das ist eine gute Idee. Dann starte ich hiermit das Checksperiment. Eins, zwei, drei. Komm schon, komm schon, komm schon! Gewonnen! Unfassbar, Mann. Wir haben gerade mit einem nicht mal 1 Gramm schweren Holzplättchen wirklich einen 65 Kilo Holzblock umgeschmissen. Das habe ich doch gleich gesagt. Aber ich hätte es nicht gedacht. Hat richtig Bock gemacht. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Danke dir. Und ihr macht's gut. Bis zum nächsten Mal.